Boah, geil, Mann, das sieht echt cool aus. Ah, oh, Gott sei Dank haben wir Buggy, Alter. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu Battlegrounds Unknown Players Geschichte mit Big Varel. Hello. Nee, hier, bei dem kleinen Dorf. Jetzt. Okay, go. Oh shit, Mann, ich bin direkt in einem drin gesessen. Oh fuck. Oh fuck. Ultra im krassen Downflug. Bei mir sind ein paar. Ich bin an diesem Krankenhaus, wo wir das letzte Mal geheidet haben, so lang. Ah ja. Wir sind die Gebäude noch nicht aufgebaut, wie die aussehen. Bei mir ist auch einer. Einer rennt mir hinterher. Der hat keine Waffe. Okay, zu mir kommt jetzt gleich einer. Der hat eine Pump, ich hab eine Pistole. Ich werde warten, bis er hochkommt. Okay, scheiße. Ja! Die sind beide down. Sind gefickt oder was? Ja, ich weiß nur nicht, warum beide tot sind. Ich habe Schmerzmittel, Verband und so weiter, dabei auch eine Rauchgranate. Oh shit, ich bin genau in der Bombardierungszone. Guck dir das an. Oh, ich seh's grad. 60 Schuss in der AK. Ich hab einen Buggy, ich komm dann zu dir gefahren. Incoming, dude. Der Sound ist so geil vom Boost. Oh, ich hör grad eins. Das bin ich hier. Okay, ich glaube, hier ist halt noch einer. Scheiße, wir sind voll drin. Ah, Gott sei Dank haben wir Buggy, Alter. It was at this moment that Nathan knew. Das ist... He fucked up. Oh nein! Gott sei Dank haben wir Buggy, Bob. Oh shit. Voll auf den Streams gesehen, dass sau viele Leute ständig sterben. Pfannenrand von der Schlucht, dann ist es nicht sichtbar von den Häusern. Okay. Moment, die wurde schon ausgenommen. Ich glaube, wir müssen uns einen neuen Punkt setzen. Das ist hier nichts. Oh, ich bin angeschossen. Nein. Versuch, kannst du irgendwo hinkrabbeln? Komm nach hinten. Der ist close, pass auf. Okay, warte. Okay, der hat mich. Ah, scheiße, Mann. Nice. Oh, da kommt der nächste. Ah, fuck, Mann, ich hab keine Muni mehr gehabt. Scheiße. Boah, da sind auch viele, ne? Echt? Genau dort, sind noch drei andere. Dann geh ich auf diese Erhöhung. Da ist keiner. Doch, links von dir ist auch einer. Scheiße, Mann, ich fall hier direkt rein. Da ist außerhalb ein kleines Haus, da versuche ich schon hinzukommen. Kleines orangenes Häuschen, das nehme ich mir jetzt vor. Na, da ist noch ein Spieler, der rennt auch auf die Plattform, das geht's nicht. Rucksack ist am Start, Flash. Scheiße, hier ist irgendwie nicht. Ich hab ne Uzi. Ein scheiß Bratpfanne aufgehoben, ich weiß nicht. Ah, ich seh einen, Bei dir gibt's noch eine große Waffe, hast du gesagt, gell? In Ruhm. Ich komm zu dir. Siehst du mich da anlaufen? Ja. Mit der Uzi in der Hand. Walla walla ding dong. Hier ist auch ein. Und eine Pistole. Ich bin versuchen, dahin zu kommen, wo ich die Markierung gesetzt habe. Weißt du, die großen Städte sind am Ende leer. Jeder will in die kleinen Dörfer. Weil er denkt, da ist wenig los. Da ist ein. Ach, ich dachte, es wäre ein Motorrad, aber es war nur ein Baum. Okay. Oh shit. Da ist einer. Genau da, wo du die Markierung gesetzt hast, beim rechten Haus, dass man so ein bisschen sieht, da ist einer gelaufen. In diesem gelben, hier, auf unserem rechts. Platz. Ja, hier, da vorne, rechts, da. Es schien so, als wenn er einfach nur vorbeilaufen würde. Lass mal kurz hier stehen bleiben. Ich sieht links. Weißt du, vielleicht kommt er zufällig hier in das Haus rein. Wir können ihn einfach durch das Fenster abknallen. Er kommt raus. Zu dir? Er kommt hierher. Okay, lass beide. 3, 2, 1, go. Okay, lebt noch. Okay, jetzt ist er down. Da ist der Nächste. Hier bei uns. Hier. Es war halt echt so unglaublich pechbehaftet von ihm, dass er halt wirklich hier... Ich habe noch gesagt, ne, geil, wir gucken durchs Fenster durch, vielleicht sehen wir einen. Und er steht wirklich hier in dem Raum. Peinlich. Hätten wir jetzt so ein Achtfachvisier oder so. Ah, das wäre so geil. Könnten wir die ganzen Fenster von der Stadt abheben. Da muss man in die Ego-Perspektive gehen. Die Cornflakes-Werbung. Guck mal, wie nah wir an dem Roten drin sind. Ah, ich sehe es gerade. Shit. Weißt du, oh, wow, hier fliegt so ein Korn-Ding rum. Fucking sexy. Oh. Was ist für ein Riesending, krass. Boah, das kann man bestimmt so gut verteidigen, das Riesending. Hier beide so über Kreuz einfach die Treppe abaimen. Das ist doch der Hammer, das Teil hier. Noch 47 am Leben. Guck mal, da oben das kleine Gelbe. Meinst du, das ist zu winzig für uns, dass es sich nicht lohnt? Also checken würde ich es auf jeden Fall mal. Okay, let's go. Boah, geil, Mann. Das sieht echt cool aus. Ja, ich sehe es. Krass. Bam, bam. Richtig sick. Da kommt ein Auto. Da, wo ich rausgucke, das Fenster hier. Richtung Süden, direkt Süden. Die fahren da. Das ist ein Motorrad. Da unten fahren sie weiter. Vielleicht kommen sie hochgefahren. Jetzt hört man sie. Ja, ich seh's. Die brennen durchs Feld. Da fährt ein Auto gerade berghoch bei mir am Fenster. Ja, da. Ich hab noch so ein paar. Da, noch eins. Das sind zwei. Eins fährt close den Berg hoch und das andere weiterhin. Wo wollen die hin? Die wollen noch Stalber. Ah, scheiße, guck mal, wir müssen da auch sowieso hin. Jetzt wäre ein Auto gut, ne? Ja. Da, links, Auto. Fährt an uns vorbei, hat uns nicht gesehen. Da unten fährt einer mit dem Motorrad. Oder läuft. Ich seh ihn. Am Strommast, links. Nice. Haben getroffen. Vorsicht! Ich leg mich hin. Fuck, er erwischt mich. Oh, fuck, mich trifft er auch. Alles klar. Ich bin tot. Let's go, würde ich sagen. Das ist so edel, Mann. Dieser Absprung ist der Hammer. Ist auch ein Boot. Geil, Mann. Wir können übers Wasser und
Vielleicht auf irgendeine Insel oder so. Oh, Cockpit-Perspektive. Hello. Hello, dude. Oh my god, you're so fucking handsome. Ellen ist ganz schön hübscher Bo. Wie sieht meiner aus? Ähnlich. Ich gehe direkt in das Haus nebendran. Immer nichts, fuck. Erste Hilfe-Koffer. Hier ist ein Auto. Nice. Frontgriff. Jawohl, M16. M16. Was? Nice. Ich ziehe mir meine Socken, meine Schuhe wieder aus. Die Schuhe bringen, glaube ich, nichts. Aber ich weiß, ich glaube, ich ziehe auch die Hose aus. Ich bin der Nackte. Ein Kompensator habe ich gefunden. Der Kreis ist voll weit weg. Nur noch 35 Sekunden. Ist das richtig? Wir müssen ins Militärbase. Scheiße. Ja. Das sind zwei. Warte. Ganz kurz. Das sind zwei Brücken. Sollen wir nicht vielleicht doch mit dem Boot fahren? Die beiden Brücken werden bestimmt überwacht. Mit dem Boot haben wir zumindest keine Brücke, über die wir müssen. Ja, dann nehmen wir das Boot. Boah, das ist ein Riesenteil. Vielleicht fahren wir hinten ans Wasser, hinter die Base. Die Rückseite. Genau. Das Blaue wird das gleich anfassen. Das wird uns wahrscheinlich kurz ein bisschen Damage geben. Das ist so cool, Mann. Das ist so cool. Während sich alle an Land abknallen, sind wir einfach safe im Wasser und können chillen. Okay, nice. Das könnte möglicherweise ein Clou werden hier. Da werden alle gerade genatzt. Guck mal, wie sie sich dezimieren. Da ist ein Boot. Guck mal, das fährt das. Siehst du das? Ja, hier ist was voll vorbeigebrettert an uns, ne? Hier, ne, da rechts. An der Boje. Ja, das fährt. Guck mal, lass sie irgendwie versuchen hochzuklettern. Ich glaube, das hier werden wir nicht schaffen, das Stück. Wieso Erdmännchen, die Erdmännchen-Taktik. Bei DC hätten wir uns jetzt schon jeden Knochen im Körper gebrochen. Sieht gut aus. Da ist einer, oder? Da steht einer. Ich schieße. Ist wahrscheinlich ein Busch. Sieht aus wie deiner Knien, oder? Recht seltsam. Da vorne ist ein Auto. Vorne den nächsten Baum. Und kurz beobachten. Jo, ich gehe über rechts an den anderen Baum. Scheint keine Falle zu sein. Schön am Straßenrand, so wie die immer stehen. Mhm. Am besten bleibt einer in Deckung. Falls ich angefickt werde, versuchst du den zu lokalisieren und gibst ihm Feuer. Ich renne jetzt einfach los. Okay, ultra spannend. Da schießt einer. Schießt auf dich. Komm am besten direkt über den Hügel gefahren. Lass das Auto hinten verstecken. Die sind in dem Bauernhaus, wo ich hin wollte. Ja, das passt. Das ist ein guter Ausgangspunkt hier oben. Oder vielleicht direkt in dieses kleine Ding hier. Entweder hier rein oder wir brettern voll durch und gehen da oben hin. Ja, fahr los. Oh, ich sehe es hinter uns riesig. Oh ja, shit, Mann. Sind wir wieder on the road again. Tür ist offen. Okay, let's go. Ich gucke erstmal durch die Fenster rein. In dem Bett. Im Bettraum ist nichts. Alles frei, glaube ich. Hier ist eine Uzi und ein Tank. Okay, lass uns hier chillen. Boah ja, der nächste Kreis sind wir auch noch drin, Gott sei Dank. Jawohl, wie geil. Mann, jetzt bin ich echt gespannt. 20 noch. Oha. Achso, los. Da hatten wir ihn gesehen. Der hat durch die Tür gepumpt. Oh oh. Nein, scheiße, Mann. Einzelschuss. So, und das war's auch schon, Kinderlein. Das ist eher ein Zusammenschnitt geworden. Ist ja nicht schlimm. Aber jetzt passt auf. Wir können noch eine, so eine geile Kiste öffnen. Wir könnten sogar zwei öffnen, wenn die immer nur 700 kosten. Contains a range of clothing items for your character. Okay, ich drücke jetzt mal auf Receive. Okay, gut. Dann machen wir mal diese Kiste auf. Ich habe Camo-Jeans. Wow. Ja, die habe ich mir jetzt aber mal hart verdient. Mit so Schützern dran. Okay, gut. Ja, dann bedanke ich mich, Wollen, dass du mitgespielt hast. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Und Wollen, du hast die letzten Worte. Noch einen schönen Tag, Jungs, Mädels und bis zum nächsten Mal. Ciao.